So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, man sieht, es wird mal wieder eine Nachtsession. Alles dunkel in Berlin. So, mal schauen hier. Genau. So, Auto sollte alles stimmen. Ich hoffe, man hört meine Lüfter nicht. Weil ich mir gerade mal ein bisschen meine Ventis angeschalten, was heute irgendwie ganz schön schwül ist. Aber gut, mal schauen. So, ja, komm. So, wo waren wir denn? Wir waren irgendwie bei irgendeiner Garage, aber ich weiß gerade gar nicht mehr warum. Wir müssen übrigens in dieser Folge wahrscheinlich, also nach der achten Folge jetzt, in dieser Session, also am Ende dieser Session halt, so, ne, gucken, dass wir alle Missionen abgeschlossen haben. Denn, so wie es aussieht, wird bis zum nächsten Mal, wenn wir zum Spielen kommen, die nächste Version rauskommen. Also die i47. Denn die ist nämlich jetzt schon in der Open Beta. Und es wäre schade, wenn wir eine Mission anfangen, dass sie dann zurückgesetzt wird, ne? Mal ihr kennt das Spiel. Ah ja, genau, wir wollten ja die Garage kaufen. Ah, dieser geile Auflieger. Gut, wir haben überhaupt keinen Sprit. Wir sind relativ, naja, müde würde ich jetzt nicht sagen. Ja, läuft doch. Irgendwie ist bei mir halt schon leise. So, ich hoffe, es ist besser. Boah, aber Hauptsache bei euch ist gut laut. Na, sieht so aus. So, das heißt, wir, weiß nicht, die Garage kaufen? Ja, ne, macht ja Sinn. Brauchen wir erstmal ein bisschen Geld. Dann machen wir erstmal alles. Mal gucken, was wir da brauchen. Let's go. Ja. Tatsächlich. So, dann haben wir drei Plätze frei. Wir haben noch über 300.000, pardon. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich auch noch bis zu drei LKWs kaufen und dir damit die Garage gleich auffüllen. Ist doch ganz geil. Ja, vor allen Dingen, für Post. Was soll ich gerade sagen? Wollen Sie Ihre Firma expandieren? Wieso? Ah, wir haben jetzt genug Garagen, dass wir ab jetzt hierüber Garagen kaufen können. Wir müssen also jetzt nicht mehr irgendwo hinfahren, sondern wir können einfach sagen, hier, die Garage will ich haben, kaufen. Geil. Nice. Müssen wir jetzt drei Garagen haben, ne? Garagenmanager. Genau, haben wir drei Garagen. Ja, bei der nächsten Version, also bei der N47, soll wohl auch endlich die Performance verbessert werden. Da bin ich schon echt hart drauf gespannt. Wow, wir haben noch 400.000. Hä? Kostet eine Garage nicht 180? Achso, klar, stimmt, wer wert ja noch fast 80.000 Dollar? Ja, stimmt, das haut genau hin. Hey, kriegen wir locker noch drei LKWs hin. Easy. Was haben wir denn aktuell eigentlich so alles für LKWs? Muss man erstmal gucken hier. LKW Manager. Wir haben ganz viel Canvas und ganz viel Speederbald. Ich glaube, dann können wir uns ja mal zur Abwechslung ein paar Internationals holen. Oder wir holen nur Canvas, aber die klassischen, also die Schnauzer. Mal gucken, was ist besser? LKW Händler. Vor allen Dingen, was ist preiswert das so? online kaufen. Warum muss man erst den Standort auswählen, wenn man eh den online kaufen anklickt? So, da? Dumm im Hirn? So, genau den hier nehme ich. Ja, kostet 115. Und das ist noch nicht irgendwie ausgestattet oder so. Mal gucken, ich liebe Eugel echt gerade mit einer International. Die haben ja auch so klassische LKWs. Da. Aber ganz ehrlich, nee, komm. Wir bleiben erstmal bei Canvas. Ausgewählt online. So, denn nein.
Wir brauchen den hier. Den hier. Das ist noch so alles. Das ist ein bisschen teuer. Nee, komm, wir stellen uns mal selber zurecht. Das heißt, wir nehmen das Grundmodell und machen eine Ausführung ändern. So, wir dürfen nicht über 133.000 Euro kommen. Na gut, ich meine, wir können auch drüber, dann können wir erstmal nur zwei LKWs kaufen. So, der. So. Fahrerkabine. Weil wir haben jetzt schon 115.000, da können wir ja nichts kaufen. So. Von daher. Kaufen wir uns lieber erstmal zwei und dann sind die dafür schon ein bisschen besser ausgestattet. Wie sind eigentlich unsere anderen LKWs ausgestattet? Wollen wir mal kurz gucken hier? Peter, nee, hier, LKW Manager. Peterbilt. Die sind wahrscheinlich gar nicht so sehr ausgestattet, ne? Ja, nee, siehst du, die haben zum Beispiel ein relativ einfaches Chassis bloß. Ja, die sind gar nicht so sehr ausgestattet. Ich glaube, das Einzige, was hier wirklich ausgestattet ist, ist der Lack. Also sehen die Dinger relativ vanille aus. Ich meine, gut, die haben hier oben ein bisschen bla bla, hier vorne ein bisschen, aber eher so grundlegende Sachen, ne? Also ich meine, auch der Motor ist nicht gerade der stärkste. 500 PS. Wollen wir mal gucken. So, LKW-Händler. Kennen wir es zum 20. Mal online. So. Gut, dann gucken wir mal. Also, Cap, wir nehmen natürlich einen mit Sleeper. Ja. Ja, das reicht vollkommen aus. Zwei Achser würde ich schon nehmen, aber gerne einer mit zwei angetriebenen Achsen. Den hier zum Beispiel. So. Ich sehe, oh, schon sind wir bei 135.000. So. Das ganze Tag gehen wir erzählen. So, 73 PS ist definitiv zu wenig. Ich würde hier auch mindestens auf 500 gehen. Nehmen wir mal den hier. So, Getriebe. Komm, 18 Gängel. Let's go. Da hat man schöne mehr Power. So. Ja, lassen wir es so im Modern oder machen wir es lieber klassisch? Ich meine, zu der Lackierung, die wir ihn drauf motzen, macht das dann schon vielleicht doch mehr Sinn. Apropos Lackierung. Gibt es die überhaupt für den LKW? Jetzt kommt's. Gibt's gar nicht. Ha! Der war gut. Ah, der war wirklich gut. Gibt's gar nicht. Oh mein Gott, we are fucked up. That escalated quickly. Tell me why. Okay, dann schau mal, was wir da so für welche nehmen. Und da weiß es ein bisschen vielleicht grau ist. Na, ja, das ist doch geil. Please don't. Ich glaube, wir kommen wieder beim Schwarzen. Das sieht doch schon fast am besten aus. So. Als allererstes ganz wichtig, die Dinger. So, was haben wir denn hier für Frontdinger? Das vielleicht ein bisschen zu heftig. Ja, ganz ehrlich, let's go. So, Räder. Da würde ich fast bei den klassischen bleiben. Aber schön die schönen Reifen hier. Damit man auch ein bisschen alltagstauglich ist. So. Ja, die da Dachding hier kann ruhig bleiben. So. Ja, ganz ehrlich, komm, können wir da oben auch machen. Den nehmen wir hier so. Da so. Und die mittleren drei. So, und hier nehmen wir schön die Umleuchtung. Das war jetzt das Gleiche. Ah, ne, was anderes. Ne. Ja, so ist doch gut. Was ist das hier? Achso, kann bleiben. Ja, doch. Doch, nehmen wir.
So, der Rest kann aber eigentlich so bleiben. Hier vorne können wir noch ein bisschen Bling-Bling ranmachen. Ah, zu dem Design passt das dann doch eher. Sind zwar weniger Lämmchen, aber sehen dafür besser aus so. Ganz schön viel Chrom. So. Ja, kann man doch schön machen. Holen wir uns davon zwei Stück. Kaufen. Und zwar einmal da. Und einmal da. So. Dann brauchen wir jetzt eine Arbeitsagentur. Fahrer einstellen. Jetzt bin ich mal gespannt, was haben wir denn hier so alles? Die wirken alle super komisch. Der so, naja. Der wirkt super sympathisch. Ich glaube, ich nehme den. Ja, die beide hier eigentlich. Was haben wir sonst noch so? Ja, let's go. Zuerst ihn. Leider keine Frauen. Also Frauenquote schon wieder am Arsch. Und ihn. Let's go. Die beiden wirken am sympathischsten. So. Gut. Dann haben wir doch zwei neue sympathische Kollegen. Wir haben Fertigkeitspunkt. Wie sollen wir Fertigkeitspunkt? Machen wir mal hier. So. Aufliegermanager. Was haben wir nicht alles für Auflieger? Wir haben unseren. Die können wir eigentlich auch mal bei so immer wieder benutzen. Wir haben unseren. Und wir haben unseren. Verdammt, die gehören ja alle uns. Ich glaube, ich würde den hier gerne mal wieder benutzen. Wobei wir den natürlich auch eigentlich gleich mal gucken können, ob wir den mal mittlerweile ein bisschen upgraden können. Genau. Kühlauflieger, ja. So, macht eine vierte Achse überhaupt Sinn? Nicht wirklich. Nee. Stattdessen würde ich dann lieber hier mal gucken. Wobei, nö, der ist eigentlich. Verdeckt aber dann leider das Bild. Würde ich schon so lassen. Ja, nö. Nö, glaub. Hier kann man nicht so viel Sinnvolles ändern, ohne die Ästhetik zu zerstören. Ist das ein Auflieger kaufen? Ist wahrscheinlich nicht drin, nicht für 80.000. Da bräuchte ich doch wahrscheinlich mehr, um da was Sinnvolles zu kaufen. Können wir mal umgucken, was hier so alles gibt. Ja, so ein Kasternending ist natürlich hier so ein Kraftstoff. Ist natürlich auch schon geil, ne? Was kann man denn hier eigentlich alles machen? Eine auf jeden Fall. Ich würde dann natürlich 43. Oh, mit drei Füßen, mit drei Achsen gibt es den gar nicht. Naja, schon. Ist schon echt sick. Ah, nee, dann lieber klassisch Silber. Oder Grau. Jo, Alter, der von vorne sieht halt komplett flach gedrückt aus. Okay. Oh, ist aber jetzt schon zu teuer. Na, okay. Komm, lass mal lieber. Ja. Aber lieber noch ein bisschen Geldreserve. Kann nicht schaden, so. Jo, dann, muss man jetzt kurz gucken. So, wir haben jetzt hier unsere wunderschöne Garage. Wir hatten ja letztens angefangen, Schwerlasttransportmissionen zu machen, ne?
Gucke ich mal ganz kurz, haben wir da noch irgendwas Sinnvolles? Helikopter hatten wir, schweres technisches Teil, keine Ahnung, was das ist, klingt aber, hatten wir glaube ich auch. Schweres technisches Teil, schweres technisches Teil, schweres technisches Teil, Industrielüftungsanlage, das war glaube ich das letzte, was wir hatten, ne? Und viel mehr gibt es auch nicht mehr. Lot zum Boot. Nah. Industrielüftungsanlage. Ja, nee, viel mehr gibt es nicht. Hatte gehofft, wir können mal wieder irgendwie so ein Haus transportieren. Ja, fertig Haus. Let's go. So, mal ganz kurz hier, wenn mir die Lüfte mal aus. Ich hoffe mal, meine Kamera stürzt dabei nicht ab. Nö. Kameras funktionieren noch. Sehr geil. Boah, diese Stille, so ohne Musik, ist so ungewohnt. Aber wir haben jetzt zum Glück gleich Musik. Eine Klimaanlage. Kann ich mal aufhören, das Haus anzutatschen? Was ist los mit dem? So. Dann zuallererst mal hier. Okay. Drive safe. So. So. Sitz anstellen würde ich gar nicht machen. Sieht so gut aus. Aber die Spiegel natürlich. So, das sieht gut aus. Ja, let's go. Weil zu der späten Stunde hier die ganzen Schwertransportmissionen zu machen, ich weiß gar nicht, ob das so gute Idee ist. Nicht, dass ich hier gleich wegpenne. Was? Ah ja, siehst du, genau, wir sind wieder vollgetankt und ausgepennt. Ha, kannst vergessen. Guck mal, wie da einfach Motorrad steht. Ich wünschte, es würde halt auch so Motorräder geben. Fahrbare. Wobei, fahrbar gibt es ja nicht mal Autos.
Yay, direkt wieder 11.000 eingenommen. Juhu. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wir können den ersten Kredit wieder zurückzahlen. Ist doch geil. Ach, so ein Spannwerk. Weil ich gerade schon gewundert war, was da für ein Pixelklon oder ist. Ach ja. Wie gern würde ich die ganzen Schwertertransportmission mit unserem LKW fahren? Aber ich meine, erstens müssten wir halt immer gucken, dass wir Schwellers Transportmission an der Stelle bekommen, wo wir halt gerade sind. Was dann darauf hinauslaufen wird, dass wir immer nur die gleiche immer hin und her machen. Wahrscheinlich. Und zum anderen haben wir so wenigstens gleich ein bisschen Abwechslung, was die LKW angeht. Immer auf verschiedene Modelle. Hat ja auch schon was. Tja, ich bin schon echt gespannt. In der nächsten Version kommt denn ja auch endlich das Cruise Control. Also das Active Cruise Control. Und da bin ich mal gespannt, damit diese Mission zu machen. Weil da kann ich mich wirklich einstellen, zu meinem Begleitfahrzeug, einfach die feste Geschwindigkeit einstellen. Und dann müsste er immer wirklich die ganze Zeit folgen. Das heißt, ich muss mit dem Tempomat so nichts mehr machen. Und wenn er vor mir stehen bleibt, dann bleibt er halt auch automatisch stehen. Da bin ich schon echt gespannt, wie sich das denn, wie und ob das funktioniert. So. Natürlich muss man da den Abstand relativ klein einstellen. Man kann den ja irgendwie auf 20 Meter, 30 Meter und 40 Meter einstellen, so wie ich das gesehen habe. Bei den offenen Beta-Versionen. Da müssen wir natürlich auf die kleinste Stufe gehen. Weil wenn du 40 Meter von ihm entfernt bist, dann bleibt er ja vorne automatisch auch wieder, dann wird er langsamer, weil er versucht, eine gewisse Abstand zu dir zu halten. Das heißt, dann bremst du euch gegenseitig runter. Keep right and then turn right.
Oh, was ist das für ein Lied, Alter? Gefällt mir. Aber ich glaube, ich mache trotzdem erstmal an der Stelle Feierabend. Hier ist gerade so eine schöne Stelle, wo man gut Feierabend machen kann. Bitte. Gut. Dann würde ich mal sagen, soll das für die Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. So. Bis dann.